Hallo und herzlich willkommen zu Episode 8 von Call of Duty Ghosts. Mit mir, Adlerbach 1993 und natürlich als Live-Kommentator hier bei Call of Duty Ghosts, wie gerade schon erwähnt. Jetzt mit einem weiteren Herrschaft auf Warhawk. Ich hätte lieber auf, wie nennt man sie? Shazam oder Chasim oder wie auch immer. Oder Kassim gespielt. Warhawk, da gammeln doch sehr viele wieder umher. Leider ist es so, aber ich denke mal, die können wir auch mehr oder weniger ausmerzen und ja, erfolgreich spielen. Es ist jetzt Episode 8. Ich glaube 8. Wenn ich jetzt eben Episode 7 gesagt habe, nee, ich glaube, das müsste jetzt schon Episode 8 sein. So, Honey Badger natürlich wieder am Start. Ich hätte natürlich auch Vector spielen können. Oder spiele ich Vector? Na, ich spiele mal Honey Badger. Ja, man sieht. Oder? Nee, ich spiele. Genau, SC-2010, weil so schlecht ist die auch nicht. Also ich mag die Waffe, die hat eine schöne, schnelle Feuerrate. Und ja, auch eine schöne, ja, Recall-Einheit. Praktisch so schlecht ist die nicht. Kann man praktisch mit der AKM, ja, mehr oder weniger vergleichen, vom Recall her. Aber... wie man sieht, pam pam pam, er ist ja schon down. So, Schuss aus nächster Nähe. Natürlich gammelt jetzt da umher. Wo hängt der? Ja, wo war denn der? Hing der direkt da? Nee, hä? Keine Ahnung, wo der war. Weg da. Also der meinen Kollegen erschossen hat. Ich glaube, der hing. Natürlich sieht er mich. Natürlich. Habe ich mich doch nicht getäuscht. Ja, und Ping ist halt ein geiles. Also ich finde Ping so ein geniales Perk. Also ich habe das auch mit beides. Mein Standard-Perk, sagen wir mal so. Ja, natürlich. Woher weißt du das? Sah schon mir so leicht komisch aus. Weil ich hätte auch draußen an sich eigentlich stehen können. Da hat man Lauf gesehen. Übrigens. Der Lauf ist jetzt weg. Nee. Schade. Die M-Tar ist natürlich auch nicht zu verachten, aber die muss man natürlich spielen können. Oh, das ist ein Kumpel. Alter! Ne, jetzt reicht's. Ich gehe mal auf Honey Badger. Ah, hier doch noch eine etwas höhere Schussfolge. Was? Hä, wie es wusste? Die Schüsse hätten noch von was weiß ich woher kommen können. Das war jetzt gerade sehr, sehr irritierend, dass er genau wusste, dass die Schüsse direkt von da kommen. Die hätten auch... oh, scheiße. Die hätten auch von der Seite kommen können oder so. Es könnte schon wieder ein Hacker unter uns sein. Hier der AMP Delirium. Mit 18.1. Weil manche Schüsse sind nicht ganz sauber von dem. Das muss man natürlich dazu sagen. Und mit Hören und so hat er nichts zu tun. Gut, da hat er mich gesehen. Also gut, das ist natürlich nicht so schlimm jetzt. Warum rennen alle meine Leute weg? Und ich meist den anderen Leuten hinterher, sowas. Ernsthaft? AP Delirium.
Ja, wenn er hacken sollte, macht er es recht. Oder er versucht es unauffällig zu machen, sagen wir mal so. Oh, da war doch noch eine. Wen habe ich denn? Onkelchen, okay. Und jetzt. Okay. Nee, da hole ich ihn erst weg. Diesen scheiß Tuber Ping hat nichts angezeigt. Oh, weg da. Ein Hund, dann habe ich meinen Hund. Wir haben Bravo verloren. Okay, wen. Ah, Affe mit Waffe habe ich getötet, okay. Da ist keine. Munikiste ist gerade auch nicht zu verachten. Nochmal 30 Chancen hinterher. Ich dachte, das sah erst so aus, als wenn sich da eine um Ecke lehnt. Packen die es, jo. Okay, nice. Sehr denn. Da ist der Affe mit Waffe. Nein, fuck. Von AP Delirium, ja natürlich. Ist klar. Na, warte nochmal. Ne, Gorilla. Naja. Lol. Ja, genau. Er weiß auch instant, dass ich da komme. Ja, natürlich. Wurde mein Wachhund eigentlich getötet? Nö. Nee. Da unten läuft er. Hä, wieso, wo, wat, wie, wat, hä? Camping? Wo, wat? Wer fährt zum Campen? Also ich tu nicht campen. Boah, das sind meine Leute schon hier. Affe mit Waffe. Okay, das ist auf jeden Fall nicht mein Typ. Na gut, wenn er meint. Also ich finde eigentlich nicht, dass mein Team campt. Die laufen doch sehr straight umher. Und versuchen auch Punkte einzunehmen. Natürlich ist es jetzt mein Tod da hoch, wenn ich da hochgehe. Ah, nee, der wurde schon erschossen. Okay. Oh, oh. So, hier jetzt, ne? Einmal anvisieren. Schuss 1. Na komm. Das sind meine. Geht doch. Muss du auch mal wenigstens mal einmal Glück haben. Dass da einer hinter war, war klar, aber. Ja, okay. Dass er so weit dahinter nur war. Habe ich jetzt nun nicht mitgerechnet. So. Entweder hat der Delirium-Typ. Ja, ich möchte ihn jetzt nun nicht als Hacker beleidigen oder bestrafen oder keine Ahnung. Entweder, wenn er es gehackt, also wenn er gehackt hat, hat er jetzt entweder ausgemacht oder er war einfach nur anfangs recht gut und durch den Scheiß Heli kann ich jetzt nicht mehr viel machen, weil ich habe nichts als Gegenwehr. Also kann ich jetzt momentan leider lol nur da umherlaufen. Oh, war da. Oh, wie viel Luck kann der scheiß Arsch überhaupt haben, ne? Er macht einen Double Kill, bloß weil schon Spinner von meinem Team genau vor mir steht, ne? Da hinten lief einer. Ja, genau. Das bin ich. Das war natürlich jetzt auch ein bisschen scheiße. Das will ich sehen. Ja, naja, gut, Oracle. Der Oracle ist draußen gewesen.
Da kann man auch schon wieder leider nicht zu sagen. Also ich finde aber trotzdem, der spielt sehr, sehr komisch. Alter. 6 Kills, dann habe ich wieder meine 2er KD. Okay. Ja, ganz blind bin ich auch noch nicht. Ja, genau, er weiß auch. Naja, gut. Ah, will ich mal angucken. Na gut, ist eigentlich mehr oder weniger Standard-Spot, dass da einer liegt. Ich denke mal. Ja, hinter mir. Komm, zeig dich. Oh, Mörserschlag. Ja. Die feindliche Salve ist praktisch der Campstrike auch. Ja, der Campstrike. Nee, nicht der Campstrike. Quatsch. Laber ich denn da? Das ist der Vorrat. Feldbefehl. Jetzt hab ich's. Hat er denn jetzt? Wir haben C verloren. Gut. Charlie wird gesichert. Das klingt ab. C wird gesichert. Das war knapp. Wachhund getötet. Man hat ihn aber trotzdem gesehen. Und tschüss. Kannst vergessen. Nein. Na. Ich will meine Honey Badger wieder haben. Er hat einen Odin. Gehabt zumindest. Scheiße. Er wollte einen Odin rufen. Beziehungsweise hat er auch gerufen. Er dachte, er war da, wäre da in Sicherheit gewesen, aber ja, kann er vergessen. Hä? Von wo? Ja, also der scheint ein bisschen komisch zu sein. Weiß nicht, ich weiß nicht, was ich von dem Typen halten soll. Boah, lag er daneben. Ja, da ist ein Jack hinter mir gewesen. Da läuft er. So, den mal fix ausgeschaltet. Okay, wir gewinnen trotzdem. Oh, 4 Kills. Oh, nur ein Assist, scheiße. Eieiei. Oha. Jetzt geht nochmal hier fett Party ab. So, der kann abhauen. Ja, natürlich! Wir haben die Führung verloren. Ja, gut, ne? Feindliche Satcom gesichert. Ja, gut. Ich sag mal nichts dazu. Eieiei. Ah, schade, schade, schade. Endscore 38-21. Aber der AP Delirium ist, ja. Ich sag jetzt mal, der spielt sehr, sehr merkwürdig. Weil er wusste manchmal, auch ohne Oracle, dass man da steht, so wie eben. Der Oracle war kurz da, war weg, aber er wusste instant, dass ich da stehe. Ja, gut. Das war's jetzt erstmal wieder. Das war's erstmal wieder von mir, Adelwar1990, mit Call of Duty Ghosts. Jawohl. Also ist echt geil, dass ich jetzt aufnehmen kann. Echt glücklich drüber und stolz drauf, euch das zu zeigen, dass ich auch ja, in diesem Spiel recht gut bin und gar nicht mal so eine schlechten Scores reiße. Hat sich da an meiner KD was verändert? Ein bisschen. Man sieht, Sieg-Niederlage, Verhältnis 0,6 leider nur. Siege 64 von 158 gespielten Spielen. Aber naja, egal. Jo, das war's von mir, Adelwar1990. Hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein bisschen Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.